32. Heaven. Ich bin ziemlich nervös wegen dem Konzert, zu dem mich Morgana heute Abend schleppt. Es spielt eine britische Band, meine Lieblingsband, Depeche Mode, die letzte Woche auf dem Cover des Sonic Seducer war. Eigentlich haben wir. Ich kann es nicht sagen, je mehr ich versuche, mich zu erinnern, desto schwammiger wird meine Erinnerung. Doch, heute ist der 11. Juni 1993 und wir stehen vor der Frankenhalle. Abby und ich müssen auch da sein. Das Konzert läuft nun seit ungefähr 10 Minuten. Ich hasse so viele Leute auf so wenig Platz. Die Vorgruppe heißt Miranda Sexgarden und der Song, den sie gerade spielen, Inferno. Ich liebe diesen Song. Das Album Suspiria habe ich wohl dutzende Male gehört, seitdem ich sie erspielen habe sehen. Ich verstehe es nicht. Die anderen Konzertbesucher hassen die Band. Sie bewerfen sie mit Getränkebechern und allem, was sie so entbehren können und was sich so zum Werfen eben eignet. Sie wollen endlich Depeche Mode sehen. Das will ich auch, aber Miranda Sexgarden sind der Hammer. Das sollte man genießen. Ich nehme die Hand von Morgana und halte sie sanft. Das ist ein wundervolles Geschenk, das sie mir gemacht hat. Sie dreht ihren Kopf und sieht mich lächelnd an. Die Vorgruppe ist inzwischen mit ihrem Programm durch. Noch immer fliegen Unmengen an Unrat in deren Richtung. Ob es Churches in Reims, Mailand, Prag oder Warschau im Sommer 2013 ähnlich ergangen ist. Ich habe leider keines der Konzerte gesehen. Das Licht geht aus und es wird still. Sogar die Menge ist kaum noch zu hören. Aus dem Nichts erhallt eine Stimme. Es ist der Leadsänger, Dave Gahan. Und ich glaube, er sagt so etwas wie Presence of Gold. Den Rest verstehe ich nicht, weil die Stille nicht länger anhält und langsam geht auch das Licht an. Als ich zu Dave rüberschaue, erblicke ich etwas Merkwürdiges. Dave kommt über die Bühne, geht in meine Richtung, starrt in meine Augen und kniet an der Bühnenkante nieder. Er trägt schwarze enge Jeans und eine Lederweste ohne Hemd darunter. Er ist barfuß. Sein Körper ist weiß, schweißbedeckt und mit Tattoos texturiert, die auf mich eine magische Wirkung zu haben scheinen. Seine Haare sind schulterlang und er streicht sie mit seinen spindeldingen Fingern nach hinten. Erst jetzt bemerke ich, dass er bereits singt. Ich schnappe die Zeile. Where time stands still or moves at your will auf. Ich drehe mich zu Morgana. Sie bewegt sich nicht. Nicht einmal ein Blinzeln. Ich drehe mich zurück zu Dave. Er hat ein schwaches, kaum merkliches Lächeln. Es wird immer breiter, weitet sich auf sein gesamtes Gesicht aus. Und während seine Augen blitzen, verfärbt sich der Rückraum der Bühne blau und mich übermannt eine gewaltige Woge von Gefühlen, ein Rausch der Erkenntnis. Ich kann in Daves Herz sehen. Mein eigenes Herz schlägt schneller und ich spüre, dass er mir etwas mitteilt. Schlagartig wird mir klar, dass wir etwas gemeinsam haben, das uns etwas verbindet. Und man könnte fast glauben, dass von Dave ein unsichtbares Band ausgeht und mich umschlingt. Dass die Zuschauer verschwinden, die Musik langsamer wird, verhaltener und nur noch Dave auf der Bühne steht. Die Halle verwaist, die Band verschwunden und die Botschaft, seine Botschaft, vorhin noch vage, wird
wird jetzt immer deutlicher. Er nickt mir zu. Ich nicke zurück. Alles wird klarer. Mein Körper lebt und beginnt hell aufzuleuchten. Ich bin gehüllt in einem Blitz aus weißem, blendendem Licht. Und ich höre sie, spüre sie sogar, kann die verschwommenen Lettern der Botschaft über Daves Kopf entziffern. Ich bin der Heiland. Und ich bin genau wie du. Und dann ist wieder alles da. Das Publikum, die Band. Die Musik wird langsam wieder lauter. Dave, er fühlt, dass mich die Botschaft erreicht hat. Ich weiß, dass er spürt, wie ich reagiere. Wendet sich befriedigt ab. Und ich bleibe bebend zurück. Plötzlich ist alles vorbei. Und als hätte jemand einen Schalter gedrückt, wird der Bühnenraum wieder weiß. Dave, der Heiland, ist für immer und ewig auf der anderen Seite der Bühne. Das Gefühl in meinem Herzen, die Empfindung, die meinen Stand geläutert hat, ist verschwunden. Ich drehe mich im Kreis, sehe mich um. Morgana scheint von all dem nichts mitbekommen zu haben. Etwa 10 Meter hinter uns stehen Eberhard und ich. Auf der Bühne geht gerade Martin zum Klavier. Er hat kleine Flügelchen auf den Rücken geschnallt und sein blonder Lockenkopf scheint auch einem Engel entliehen zu sein. Andy steht im Hintergrund, seine Miene ganz versteinert. Und dazwischen steht Alan und dreht an kleinen Reglern. Die letzte Tour, auf der er dabei ist. Welch überwältigende Momente. Was für ein Abend. Was für Gedanken. An heute werde ich mich für immer erinnern. Ob Morgana sich dessen bewusst ist. Langsam glaube ich, Dave hat am Anfang gar nicht Gold, sondern Gott gesagt. Ob es für Morgana Umstände bereiten würde, mich auch zu den Soul Savers zu begleiten. Hommage an Bret Easton Ellis. P.S. Da wäre es wirklich einmal interessant, eine Verfilmung von David Fincher des Bret Easton Ellis Romans zu sehen. Die seelenlose Adoption von Mary Herron ist ja nun wirklich nicht der Rede wert. Aber das wird wohl genau wie Jodorowskis Dune-Verfilmung nie passieren.